Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf Kurs. Heute neben uns Lorenz Kubitz, Medien- und Kommunikationsleiter, Pressesprecher in Anführungsstrichen. Wir klären das gleich genau. Vorher gibt es einen Beitrag über Lorenz Kubitz und dann sind wir gleich wieder zurück. Sein Platz ist bei Pressekonferenzen des FC Hansa Rostock immer ganz rechts. Oder vom Betrachter aus gesehen ganz links. Von hier aus verfolgt Lorenz Kubitz das Geschehen und erteilt den Journalisten das Wort. Natürlich ist das nicht die einzige Aufgabe von Lorenz Kubitz beim FC Hansa. Aber es ist vielleicht die Aufgabe, die seinen Job irgendwie symbolisch beschreibt. Ein Pressesprecher, das ist, wie einst Markus Hörwig von Bayern München mal sagte, ein Puffer. Ein Puffer zwischen Trainern, Spielern, Verantwortlichen der Kogge auf der einen Seite und den Journalisten auf der anderen Seite. Ein Puffer, der zudem für beide Seiten Verständnis aufbringen muss. Jemand, der sich also klar für seinen Verein positioniert und ihn nach außen hin vertritt, dabei aber die Belange der Medien nicht vernachlässigt. Dieser Puffer ist Lorenz Kubitz nun schon seit der Saison 2011-2012. In seiner Abteilung, der Abteilung für Medien und Kommunikation, fallen aber auch noch andere Dinge. Da wäre das Fanradio, da wäre Hansa TV, die Social-Media-Auftritte und. Die Aufgaben sind vielfältig und sie haben alle mit der Außendarstellung des Vereins zu tun. Und nach dem Beitrag nun neben uns Lorenz. Lorenz, wir haben schon gesagt, Leiter Medien und Kommunikation ist ein bisschen was anderes als Pressesprecher. Das war auch so eine Intention, wie du damals zum FC Hansa Rostock gekommen bist. Was bedeutet das genau? Also Pressesprecher ist eine Aufgabe dieser Abteilung Medien und Kommunikation. Der Pressesprecher an sich, das ist ein klassischer Beruf, den es nicht nur im Fußball gibt, sondern auch in der Wirtschaft. Der beschäftigt sich damit, dass Presseanfragen koordiniert werden im Verein, also quasi das Bindeglied zwischen Verein und Journalisten. Und die Abteilung Medienkommunikation beschäftigt sich auch mit den eigenen Medien des Vereins. Also wir haben ja viele Medien wie Hansa TV, wie Intim, wie Auf Kurs auch. Also da haben wir auch öfter miteinander zu tun, um hier Interviewanfragen zu koordinieren etc. Wir haben unsere Online-Medien, die Webseite, Facebook etc. Das ist alles in meinem Aufgabengebiet und Verantwortungsgebiet. Jetzt, wenn man Pressesprecher wird, hat man ja entweder im Journalismus schon was zu tun und wenn man bei Hansa ist, dann hat man auch ein bisschen was mit Sport zu tun. Wir wollen jetzt mal die sportliche Schiene beleuchten. Du hast früher auch Fußball gespielt, das ist richtig, ne? Auf jeden Fall. Also ich spiele sogar immer noch, soweit die Zeit es erlaubt, aber allerdings früher natürlich auf etwas höherem Niveau, bevor dann drei schwere Knieverletzungen mich dazu gezwungen haben, so ein bisschen kürzer zu treten und natürlich dann auch der Job in Anführungszeichen dazwischen gekommen ist, aber das habe ich dann gerne geopfert. Warum hat es im Endeffekt nicht gereicht, um unten in der DKB-Arena auf dem Rasen zu spielen? Ja, das sollen wahrscheinlich andere beurteilen, aber ich glaube, in der Jugend hat das schon ganz gut ausgesehen. Allerdings habe ich den Sprung dann nicht so geschafft im Herrenbereich, wie er vonnöten gewesen wäre, um Profi zu werden. Allerdings habe ich meinen großen Traum erfüllt, im Profibereich tätig zu sein, und zwar hier als Leiter Medienkommunikation bei Hansa Rostock. Und das ist für mich eine große Ehre und den Job mache ich super gerne. Ich wollte gerade sagen, du hast es ins Profigeschäft geschafft. Wie hast du es denn geschafft, zum FC Hansa Rostock zu kommen? Also die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Es gab damals bedauerlicherweise den ersten Abstieg in die dritte Liga und der damalige Vorstand war sich einig, dass sie im Bereich Medienkommunikation sich neu aufstellen wollen, neue Wege gehen wollen. Und dort habe ich mich einfach beworben, über einen gemeinsamen Kontakt, dann Paul Beinig kennengelernt und dann auch den restlichen Vorstand und habe dort mein Kommunikationskonzept vorgestellt. Habe dort erstmal dann ein Jahr ehrenamtlich gearbeitet, zwei, drei Projekte bekommen, die ich sozusagen durchgeführt habe beim FC Hansa Rostock. Das Hansa Fanradio war so das erste Baby sozusagen, das ich bei Hansa Rostock mit vielen ehrenamtlichen Helfern dann integriert habe. Und so ging das dann nach und nach. Und dann kam relativ schnell das Signal, wenn wir aufsteigen in die zweite Liga und die finanzielle Grundlage dafür da ist, würden wir dich gerne fest verpflichten. Und da habe ich natürlich nicht gezögert und nicht zweimal überlegen müssen. Ich habe schon gesagt, ehrenamtlich hast du erstmal gearbeitet, da hast du ein bisschen was vom Job mitnehmen können. Gab es da ein bisschen Überraschungen, die du vorher vielleicht nicht so erwartet hättest? Ich meine, man hat ja sicher die Vorstellung, bevor man an so einen Job rangeht. Die größte Überraschung ist, dass kein Tag gleich ist, wenn man in den Job kommt. Also jeder Tag ist total unterschiedlich. Es erwarten auch, also das bringt dieser Job mit sich, dass man auf neue Dinge sich immer wieder einstellen muss. Also planbar sind gewisse Dinge natürlich. Aber trotzdem kommt man manchmal auf Arbeit und denkt, man macht Pressemitteilungen zum sportlichen Themen und dann kriegt dann plötzlich Themen, die nicht mit dem Sport zu tun haben, aber auch mit dem FC Hansa Rostock auf den Tisch, muss dann blitzschnell reagieren. Das ist natürlich so eine Sache, mit der man gerechnet hat, aber in dem Maße ist das natürlich schon sehr viel gewesen.
ja schon vom Planbar gesprochen. Wir wollen gleich mit dir ein bisschen weiterreden. Was nicht planbar war, das war der Erfolg der A-Jugend, die um die deutsche Meisterschaft antreten kann. Und da wollen wir jetzt einen kleinen Beitrag zu senden und dann sind wir wieder mit Lorenz Kubitz da. Sie machen uns derzeit richtig Spaß, die A-Junioren der Kogge. Durch eine unglaublich starke Rückrunde macht sich die Truppe um Kapitän Robin Krause auf, um die deutsche Meisterschaft anzutreten. Das Ganze ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass ein nicht unerheblicher Teil der Truppe noch vor 2 Jahren bei den B-Junioren aus der Bundesliga abgestiegen ist. Großen Anteil an der Leistungsexplosion einiger Spieler hat Trainer Roland Kroos. Seit nun 2002 ist dieser bei der Kogge aktiv und konnte in der Saison 2010-2011 die A-Jugend der Ostseekicker bereits ins Endspiel um den DFB-Pokal führen. Dort verlor man allerdings knapp 5:3 nach Elfmeterschießen gegen Freiburg. Aus der damaligen Mannschaft spielen heute Johannes Brinkies, Ben Zulinski, Edison Jordanov, Sages Adamian, Tom Weiland, Tommy Gruppe und Nils Quaschner in der Profimannschaft des Vereins. Und auch von dem jetzigen Jahrgang werden wohl einige den Sprung ins erste Männerteam schaffen. Robin Krause hat bereits einen Vertrag und Spielmacher Christian Flath hat mehrmals bei den Profis mittrainiert. Die Endrundenspiele um die deutsche Meisterschaft werden vom 13. bis 23. Juni 2013 ausgetragen. Und sicher würde sich die Truppe über lautstarke Unterstützung der Hansa-Anhänger freuen. Rostock geht ab. Die ganze Stadt in einer App. Jetzt Rostock mobil erleben und entdecken. Zahlreiche Angebote aus Gastro, Hotels, Shopping, Kultur, Events, Specials und vieles mehr. Die wichtigsten Termine und Veranstaltungen. Aktuelle Tagestipps. Stadtrundgänge und Erlebnistouren. Benutzereigene Favoritenliste und. Jetzt gratis downloaden im iTunes App Store. Und nach der A-Jugend wieder bei Lorenz. Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, das sieht man auch in der A-Jugend. Hatte keiner gedacht, dass sie so einen Erfolg haben. Andersrum ist das bei Spielern, an die man ja auch rantritt, mit denen man ja auch ein persönliches Verhältnis aufbaut, genauso wie mit Trainern. Wie ist es, sich von einigen zu verabschieden? Denn über 2-3 Jahre hat man ja auch einige gehen lassen müssen. In meiner Position ist es tatsächlich so, dass man sehr, sehr nah dran ist an der Führungsetage, am Trainerteam, an den Spielern. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass da auch Sympathien da sind und dass man auf zwischenmenschlicher Ebene dann natürlich irgendwie, Freundschaften ist zu viel gesagt, aber sich zumindest, dass es einem nicht egal ist, wenn dann Verträge auslaufen, die Leute dann den Verein verlassen oder verlassen müssen. Allerdings, wie gesagt, da muss man dann unterscheiden zwischen dem Privatmenschen und dem Profi und das professionell abarbeiten. Und am Ende des Tages zählt das, was für den Verein am besten ist. Und wenn die entscheidenden Leute das dann so entscheiden, dann muss man das mittragen, das so gut wie möglich dann auch die strategische Ausrichtung nach draußen verkaufen, an die Mitglieder, an die vielen Fans. Und das andere ist natürlich schwierig, aber das ist dann nach Feierabend. Jetzt ist man als Leiter Medien und Kommunikation im Bild der Öffentlichkeit ein Stück weit mit drinne. Also nicht ganz vielleicht wie der Trainer, aber doch auch mit drin. Wir haben eine Jahreshauptversammlung gehabt, wo du auch ein bisschen im Fokus der Kritik gestanden hast, beziehungsweise wo es natürlich auch um deine Person ging, weil du halt auch in der Öffentlichkeit stehst. Wie bist du damit umgegangen? Du hast ja vorher gefragt, was eine Überraschung war. Das ist natürlich eine Überraschung gewesen, dass man sehr, sehr mit dem Trainer, mit der Führungsetage eigentlich somit als Dritter oder Vierter in der Öffentlichkeit steht. Damit habe ich eigentlich grundsätzlich kein Problem. Allerdings ist es natürlich, mit Kritik so umzugehen, die dann auch so ausgesprochen wird, ist eine Herausforderung, die man annehmen muss. Und ich denke mal, das haben wir getan. Wir haben diese Dinge ausgeräumt. Und Kritik ist immer gut, wenn sie sachlich ist und wenn sie den Verein nach vorne bringt, dann ist das völlig in Ordnung. Jetzt kommt im Juli die beste Mannschaft der Welt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, nach Rostock. Und was viele noch gar nicht so wissen, weil es gar nicht so an die große Glocke gegangen wurde,
den Kontakt, den hast du so ein bisschen hergestellt über ein Telefonat der Pressesprecher untereinander, ne? Ja, das ist korrekt. Also das war mir auch wichtig, dass das nicht so in der Öffentlichkeit dargestellt wird, weil ich... Aber das müssen wir jetzt mal tun. Ja, das ist in Ordnung. Mein Job ist ja eigentlich, dass ich derjenige bin, der im Hintergrund agiert und die Trainer, Spieler, Führungsetage dann sozusagen mit den Fans kommuniziert. Und ich bereite das vor und deswegen ist das völlig in Ordnung. Dass es, wenn ihr das jetzt macht, freue ich mich natürlich drüber. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass es im persönlichen Kontakt zu Markus Hörwig, dem Mediendirektor des FC Bayern München, mit dem ich im ständigen Kontakt stehe, wie mit allen Pressesprechern der ersten und zweiten Bundesliga auch. Da haben wir ein großes Netzwerk und tauschen uns da auch immer wieder aus, weil die Themen ja auch ähnlich sind in vielen Vereinen. Und ja, dort habe ich von unserer Situation erzählt, damals im vergangenen Jahr, im Zuge von Jahr zum FCH und wie mit den Fans umgegangen worden ist, beziehungsweise wie wir das zusammen aufgebaut haben, diese Aufbruchstimmung. Und er war direkt sehr begeistert. Es kam immer sehr, sehr gern selbst auch nach Rostock, hat gesagt, so ein Verein wie Hansa Rostock darf nicht sterben. Und wir haben gemeinsam überlegt, was können wir machen. Dann haben wir ihm unser Konzept rüber geschickt. Und dann ist so zuerst die Idee geboren, einfach nur ein Interview mit Uli Hoeneß, der sich für den FC Hansa Rostock ausspricht. Und danach war eben dann, als ich dann noch in mehreren Gesprächen, also es war nicht nur ein Telefonat, sondern gegenüber Tage und über Stunden, immer wieder ihn genervt habe auf Deutsch und er dann die Notwendigkeit gesehen hat, da was zu tun. Und dann ging das relativ schnell und dann war es auch, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, auch für mich sehr aufregend, wenn dann Markus Hörwig anruft und er sagt, ja, neben mir steht jetzt Uli Hoeneß, wir haben jetzt gerade das und das beschlossen und wenn die Bürgerschaft dann für euch entscheidet, dann kommen wir zu einem kostenlosen Benefitspiel zu euch. Da schlägt dann natürlich das Herz etwas höher und ja, also ich habe immer noch ein Glänzen in den Augen, denn das ist natürlich für den FC Hansa Rostock im Juli eine tolle Gelegenheit, sowohl finanziell, aber auch ideell und zu präsentieren Deutschland und wie es aussieht auch der Welt. Lorenz, man merkt, du rollst das eher. Es gibt das Gerücht, oder beziehungsweise nicht nur das Gerücht, du kommst aus Süddeutschland, bist sehr verbunden mit Süddeutschland. Erklär uns doch mal genau deine Herkunft. So, dass ich aus Süddeutschland komme, ist nicht ganz korrekt. Mhm. Ich bin in Rumänien geboren und bin dann mit 4 Jahren nach Deutschland, mit meinen Eltern natürlich und meiner Schwester gezogen. Und da sind wir in die Nähe von München gezogen, das ist korrekt. Da bin ich dann aufgewachsen. Allerdings, wenn man Bayern darauf anspricht, die rollen das eher nicht so. Ich glaube, das ist eine Mischung aus diesem zweisprachigen Aufwachsen. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen, deutsch-rumänisch und ein bisschen das Bayerische eher. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass hier oben an der Küste auch ein bisschen das eher gerollt wird, vielleicht nicht ganz so. Aber ja, ich fühle mich hier heimisch. Ich bin schon seit fast 9 Jahren jetzt in Rostock. Wenn mich jemand fragt, wo meine Heimat ist, dann, auch wenn das meine Familie und meine Kumpels in München vielleicht nicht so gerne hören, dann würde ich inzwischen auf jeden Fall Rostock sagen. Denn hast du sicherlich auch deine Zukunft in Rostock und wir würden uns jetzt gerne von dir wissen wollen, was versprichst du denn für die Zukunft, was versprichst du dir für den FC Hansa Rostock? Ich verspreche mir sehr viel. Also wir sind in der dritten Liga, das ist nicht unser Anspruch sportlich. Dementsprechend hoffe ich, dass wir mit diesem Auftakt am 14. Juli, das ja eine Woche vor unserem Drittligastart dann sein wird, eine tolle sportliche Saison erleben, wo wir dann dahin kommen, wo der FC Hansa Rostock mindestens hingehört, in die zweite Bundesliga. Und für mich persönlich hoffe ich, dass ich mich hier weiter einbringen kann im Verein, auch weiterentwickeln kann mit dem Verein gemeinsam und dass wir in eine erfolgreiche Zukunft zusammengehen. Okay, dann danke ich dir für das Gespräch, Lorenz. Für Sie gibt es das gewohnte Gewinnspiel, also nochmal Kartengewinn für das Spiel gegen Erfurt und ich sage bis zum nächsten Mal. Das Zittern hat ein Ende für die Kogge. Und auch der letzte Gegner der Saison, Rot-Weiß Erfurt, hat den Klassenerhalt bereits sicher in der Tasche. Somit können die Fans am Samstag, hoffentlich bei einem kleinen Fußballfest, das Trainerteam um Marc Fascher gebührend verabschieden. Zudem laufen unter anderem mit Matthias Holst, Michael Blum und Co. einige Akteure ein letztes Mal im blau-weißen Dress der Ostseekicker auf. Und für alle, die nicht live im Stadion dabei sein können, denen möchten wir das Hansa-Fan-Radio ans Herz legen.